Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich muss sagen, die neue Season, also die August-Saison, ist jetzt erstmal gestartet mit der Liga. Ein bisschen Kampf und Chaos mal wieder hier mit mir natürlich. Oder ich bin da mittendrin, bin auch wieder fürchterlich schuldig. Also den Schuldstempel, der liegt auf jeden Fall ganz klar bei mir. Und aber nichtsdestotrotz finde ich den Monat, also das Motto des Monats, ist eigentlich so gar nicht meins. Ich muss ehrlich sagen, dieses Anime, heißt das Anime? Oder heißt das, nee, das heißt eigentlich anders, ne? Anime heißt das, so spricht man das, glaube ich, aus. Anime ist eigentlich, dieser Style ist eigentlich so gar nicht meins. Also wirklich überhaupt nicht meins, aber ich finde, ist tatsächlich mal nicht schlecht umgesetzt hier in Clash of Clans. Sehen kann man ja noch nicht viel. Im Moment ist es so, dass wir im Pass natürlich das Modell für die königliche Gladiatorin freigeschaltet bekommen haben. Ich hätte es besser gefunden, wenn natürlich noch eine königliche Gladiatorin der Olympischen Spiele da gewesen wären, weil das Motto habe ich ja im Moment aufgelegt hier und weil die Olympischen Spiele auch noch laufen, aber das hat uns Supercell nicht gegönnt. Aber ich finde tatsächlich, dass der Skin hier gar nicht so schlecht zu den Olympischen Spielen passt. So, da musste ich gerade einen Schluck Wasser nehmen, sorry. Dass der gar nicht mal so schlecht passt. Und die Modelle sind gut oder toll umgesetzt eigentlich. Auch wenn ich da tatsächlich nicht drauf stehe. Aber den bekommt ihr hier im Pass, den Skin. Alle anderen Skins, denke ich mal, wird es zu kaufen geben. Man kann sie jetzt eigentlich noch nicht wirklich sehen, weil es gibt sie hier, soweit ich weiß, noch nicht. Es gibt hier im Moment nur die normalen Angebote. Solltet ihr hier die Angebote kaufen, kauft sie nicht unbedingt hier im Supercell Shop in-game, sondern kauft sie extern auf der Supercell Store Seite, also store.supercell.com. Dort bekommt ihr nochmal ein paar Goodies, wenn ihr also hier Angebote kauft, und gebt einfach immer einen geeigneten Creator-Code ein. Wir unterstützen einfach mal Itzu. Das müsst ihr auf der Webseite übrigens wiederholen. Wenn ihr das hier macht, dann ist das nicht gleichzusetzen mit der Webseite. Also auch da könnt ihr extra einen Creator-Code angeben, den ihr unterstützt, oder einen Creator, den ihr unterstützt. Und ich selber habe ja im letzten Monat echt viel gekauft. Ich habe so um die 60, 70 Euro, glaube ich, ausgegeben für diverse Skins und für nochmal ein paar Goldpässe. Ich habe immer noch zwei zum Verlosen. Also zwei habe ich jetzt schon verlost. Zwei werden jetzt noch verlost, beziehungsweise einen müsste ich eigentlich loswerden. Glaube ich, ich müsste einen loswerden hier an meine Freunde, beziehungsweise die es sind hier. Der Alex FTP, der hat bei mir einen Goldpass gewonnen und den soll er jetzt auch bekommen. Ihr müsst dafür immer 24 Stunden einmal in meiner Friendsliste sein und ihr müsst hier bei mir auch auftauchen, in der, da wo die Account-Verwaltung ist. Und ich habe mir dann doch noch das Ding hier gegönnt. Das hat kein Bug, die Schwimmbecken. Oder ist kein Bug, das Schwimmbecken. Ich finde es sowieso sehr echt extrem groß. Also wirklich mal ein großes Gebäude hier oder ein großes Hindernis. Und ihr müsst, also das Ding, ich habe auch erst gedacht, okay, was passiert da denn jetzt? Ja, passiert da gar nichts. Aber ihr müsst draufklicken. Ihr müsst einfach draufklicken und dann passiert was. Ja, Arschbombe, gar nicht mal so schlecht. Also auf jeden Fall olympisch, kein Thema. Nochmal draufgeklickt. Und das ist eine 10,0, würde ich sagen. Also das ist wirklich eine 10,0. Der Körper ist einfach, ich konnte ihn früher nicht wirklich viel besser. Bei mir hat das Wasser auch ganz, ganz wenig gespritzt. Und er kann aber noch mehr. Okay, Bauchklatscher, das ist natürlich eine 1 von 10, weil immerhin ist er gesprungen, aber nicht so richtig gut aufgekommen. Die drei Sachen gibt es auf jeden Fall hier. Wollte ich euch nur noch mal zeigen. Und wir können aber schon die Modelle des neuen Anime sehen oder der Anime-Styles, und zwar glaube ich hier in der Herausforderung weit über 8000. Ich weiß gar nicht, was hier weit über 8000 sein soll oder warum das hier weit über 8000 heißt, aber hier können wir die anderen Modelle auch schon sehen und ich finde, sie passen doch ganz gut hier rein. Dieser, ich nenne ihn mal Comic-Style. Ja, also das ist doch nicht so schlecht umgesetzt und vor allen Dingen mal ernst umgesetzt irgendwie. Ne? Die Modelle sehen sehr ernst aus und also nicht irgendwie verspielt, verspaßt oder so und hihihi und haha, sondern, ah, guck mal,
der große Wächter hier wirklich, wirklich schön mit dem Buch. Ist natürlich so ein bisschen traditionell. Also ich glaube, in seinem Originalskin hat er ja auch erstmal nur ein Buch. Und die Königliche Gladiatorin ist auch Originalskin, aber halt Anime-Style. Und das finde ich gut, muss ich sagen. Finde ich wirklich, wirklich gut. Die Königlichen Gladiatoren hatten wir hier, glaube ich, auch, aber die haben wir ja schon gehabt. Auch das ist, glaube ich, ja, das sind alles die Originalskins, einfach nur umgesetzt in den Anime-Style hier, und ich finde das gut. Also so schlecht finde ich es nicht. Heißt aber nicht, dass ich Anime jetzt plötzlich gut finde. Ich finde das nur gut, wie Supercell das hier umgesetzt hat. Und ich habe eben vom großen Meister das Video schon geguckt, wie man das hier machen kann. So richtig raff ich das natürlich noch nicht, aber soll wohl irgendwie gehen. Soll wohl irgendwie gehen. Ich glaube, man macht den kaputt hier, wirft den und schüttelt noch mal hinterher die beiden. Ja, okay, so geht's nicht. Okay, so geht's nicht. Machen wir noch mal. Der Wächter darf natürlich nicht verrecken, sterben. Entschuldigt bitte für die jungen Leute. Er darf natürlich nicht den virtuellen Tod sterben. Das heißt, wir setzen den mal da hinten so ein bisschen weiter und zünden den jetzt. Und jetzt lösen wir auch schon den hier aus, dass die beiden Scatter weggehen. Aber die beiden Scatter gehen gar nicht weg. Alter, da muss man echt schneller sein, ne? Wollen wir wirklich schneller sein jetzt? Da muss man echt schneller sein, ne? Die Scatter dürfen nicht schießen, ne? Alter, die Scatter dürfen nicht schießen. Okay, ja, ich probiere das. Ich glaube, ich probiere das mal in einem anderen Leben aus. Ach, das kleine Ding hier schießt noch. Okay, der Blub ist noch am Start. Auch nicht schlecht. Habe ich jetzt nicht gesehen, Leute. Wir probieren es nochmal im Livestream am Wochenende, würde ich sagen. Und denn ich wollte ja eigentlich darauf hinweisen, auf die oder überhaupt auf den Anime-Style. Ich bin gespannt, was es noch für Sachen in diesem Monat gibt, weil das Event hier, was jetzt alle echt geschafft haben, ne? Leute, ihr seid die Todesspende. Ah, kann man gar nicht mehr gucken hier. Heute Morgen konnte man hier noch scrollen und konnte sehen, dass wir jetzt 30 Tage lang hier 12% Bauarbeiterschub haben. Ist natürlich hier jetzt nicht so wirklich toll. Oder hat man das hier in der Schmiede auch? Nee, hier in der Schmiede hat man das natürlich leider nicht. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Gegnersuche hier. Also, dass wir uns die Lager voll machen, dass wir die Mauern fertig bekommen und natürlich so ein bisschen für die Liga schon mal üben. Giftturm habe ich jetzt sagen lassen, ist gar nicht mal so schlimm, wenn die da sind. Und gehen wir hier rein. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist mein Ding hier? Oh, ich bin ein Otto. Okay, Leute, ich bin echt ein Otto, ne? Ja, ich bin echt ein Otto. Naja, da bin ich echt ein Otto, und ich habe, ja, okay, das hätte ich mir mal selber geben sollen. Jetzt setze ich da auch noch ein Dings drauf hier. Ja, da bin ich mal wieder selber schuld. Soll ich das wirklich jetzt wieder aufnehmen? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir nehmen das natürlich auf. Auch solche Sachen habe ich mal wieder nicht drauf geguckt, dass meine Klamburg voll ist, beziehungsweise dass ich da was ordentliches drin habe. Und er steht der Wächter natürlich jetzt auf Luft, das ist auch doof. Ja, wahrscheinlich, weil ich den jetzt eben im Spiel umgestellt habe, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen dusselig. So, wann kann ich den dann ausspielen? Hier, ich nehme mal die drei Bären mit dazu, dass die hier mit reinkommen. Das machen wir auch mal unsichtbar. Wir nehmen jetzt mal die Hocks mit rein hier. Und vielleicht geht ja noch ein bisschen was Richtung Rathaus. Aber ich glaube es mal nicht. Wir haben erst 37%. Das ist natürlich ziemlich mau. Das schaffen wir noch nicht mal. Das schaffen wir hier noch nicht mal. Okay. Ja, so viel dazu. Ah doch, wir schaffen einen Stern. Okay. Ja. Sonst hätte ich die Videofolge jetzt wieder zu heiß nennen müssen. Okay, wir schaffen doch noch da den einen Stern wenigstens. Und ein bisschen Lot haben wir auch geholt. Wir brauchen ja den einen Stern immer nur für den Pass hier. Und so viel Medaillen brauche ich ja nicht. Mir schaut jemand zu.
krasser Scheiß, okay. Guck lieber weg, ist nichts geworden. Aber richtig, 2-Sterne-Bonus, das ist auch jetzt ein Highlight im August. Ich weiß aber nicht, wie lange es den gibt. Wie lange es den 2-Sterne-Bonus gibt, den gibt es auf alles. Und ich muss mal gerade schauen, den gibt es auch nochmal für mich gleich. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lange es den 2-Sterne-Bonus gibt. Ich muss mal schauen. 2-Sterne-Bonus. Das tauchte nur auf, wenn man einloggt. Ah, ne, da oben ist es. 2 Tage, 20 Stunden. Oh, das ist cool. Das finde ich in Ordnung. 3 Tage lang, 2-Sterne-Bonus. Ist absolut in Ordnung. Das solltet ihr auch auf jeden Fall gönnen. Und einschließlich natürlich der guten Erze. Also immer schön die Angriffe machen, dass da unten die 5 Sternchen voll werden. Und dann... Oh, ist das schon wieder... Ja, okay, das Dunkle kann ich im Moment nicht einsammeln. Das muss ich erstmal hier so ein bisschen in der Schmiede ausgeben. Aber hier läuft auch alles, weil auch hier im Nachtdorf alles irgendwie voll war. Jetzt nach dem Ligaende habe ich auch nicht daran gedacht, dass ja auch da immer ein bisschen was voller ist. Und dann machen wir auch hier eben den einen Stern voll, würde ich sagen. Machen wir auch hier den einen Stern eben voll. Ich zünde mal beide da am Brutzler, denn der ist am brutalsten von der ganzen Geschichte hier. Und so, dass wir wenigstens einen Stern bekommen für den Pass. Man muss, glaube ich, im Pass auch irgendwas machen hier im Dorf. Achso, man muss 5-mal die Tonne treffen, ne? Aber ihr seht ja, die Tonne kann dann manchmal auch in der 2. Stage sein. Und da müsst ihr dann dementsprechend öfter mal angreifen, sodass ihr das Spiel eigentlich recht schnell weg habt, denn man muss das nur 5-mal machen. Aber der Kollege hier hatte halt die Tonne nicht in der 1. Stage, sondern in der 2. Stage. Dann können wir eigentlich abbrechen, nicht, dass wir nachher zu viel Pokale machen. Und das Ganze aber auch einfach nur für den Pass, damit wir den Pass hier gespielt haben. Ich glaube, ich habe schon ein Spiel versäumt, denn wir hätten jetzt eigentlich schon 320 hier in den Tagesbelohnungen. Und da seht ihr, 5-mal muss man das machen. Ich finde den Pass dieses Mal sehr cool, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, gerade eingefordert, habe ich das schon? Okay, das ist, weil ich mir den Pass natürlich mal wieder gekauft habe. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Bücher im Goldpass. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Runen. Das ist ja auch immer versprochene Sache von Supercell, dass es für die Goldpassbesitzer 5 Runen gibt. Das, was es glücklicherweise nicht mehr gibt, da bin ich auch wirklich heilfroh rum, kann ich euch sagen. Stadtgold ist auch absolut in Ordnung. Mauerringe auch 10 Stück, damit kriegst du auf jeden Fall eine Mauer fertig. Aber was ich wirklich, wirklich gut finde, dass sie diese unnötigen Sachen aus dem Pass rausgenommen haben, die es hier oben mal gab, im Goldpass mit den Clanstadt-Goodies da. Das ist wirklich überfällig oder überschlüssig hier. Da finde ich schon so viel, viel besser, dass man das machen kann. Und wenn ihr natürlich den Schub hier habt mit Bauarbeiterschub und den 12% Bauarbeiterschub, müsstet ihr eigentlich auf... wo ist er da? Der 20%ige müsste ja eigentlich auf 32% mehr Schub kommen, wenn ihr baut. Und das ist natürlich für Rathausstufen unter 16 Max wunderbar. Oder halt, ja, okay, wer 15 Max ist, der hat da auch nichts mehr von. Aber letztendlich gibt es ja auch da draußen noch sehr, sehr viele, ich ja auch, viele Rathaus 19, 11, 12, 13, 14 Spieler, denen das sicherlich zugutekommt. Und das ganze Ding läuft ja einen Monat und nicht wie einige vermutet haben, Supercell passt jetzt die Bauzeiten an, um das Ganze ein bisschen zu entzerren. Ja, nein, Supercell hat die Bauzeiten nicht angepasst, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass die Bauzeiten für 30 Tage jetzt verändern, nur weil der Bauarbeiter jetzt 12% schneller arbeitet. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also die Bauzeiten sind in jedem Fall geblieben und deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache. Also der Monat August ist doch nicht so mau, wie ich erst gedacht habe. Auch mit den Anime-Style-Figuren hier, die ich immer noch nicht gut finde, aber bei Clash of Clans finde ich sie gut umgesetzt. Wenn ihr die auch gut umgesetzt findet, also es sind ja die Standardmodelle tatsächlich, die dort in den Style übernommen wurden, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Twitch TV Schläger Toto Clasht und dran denken, kommentieren Leute, immer schön für den Alge. Was das heißt, werde ich euch irgendwann mal erzählen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Wir werden uns in jedem Fall hören und sehen. Bis dahin, danke Leute für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung hier in dem Kanal. Euer Toto Clasht.